Also unsere Idee war, dass Roboter Müll sammelt und das ist halt der Trash-Roboter. Was ist der Trashbot? Der Trashbot ist ein Roboter, der Müll aufsammelt und dann dadurch die Umwelt reinigt. Und er kann, ja, man könnte ihn dann auch so umbauen, dass er dann den Müll auf Schadstoffe oder andere Sachen halt untersucht. Ja, was sind die Vorteile des Trashbots? Er könnte zum Beispiel den Menschen die Arbeit, ihre körperliche Arbeit abnehmen. Oder er könnte auch in für Menschen zu gefährlichen Gebieten arbeiten, die man zum Beispiel nicht mit irgendwelchen anderen Säuberungsmaschinen betreten kann. Zum Beispiel, wenn da eine Biowaffe oder einfach eine besorgte Maschine. Ja, das eignet sich da dann erst besser, falls es halt ein Roboter ist, ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das am besten machen. Dafür haben wir uns einen Roboter gebaut, der mit einer Bürste. Er hat eine Klobürste, die wir halt ein bisschen sägt haben. Und damit schiebt er das halt in die Schräge hoch, in den Sammelcontainer und das Ganze wird gepowert von einem Aluino, hat zwei unabhängige Räder und eben noch einen Bürstenmotor. Oben dann auch noch zur Entfernungsmessung einen Ultraschallsensor, damit er nicht ständig gegen die Wand fährt und versucht, die Wand einzusammeln. Was ist noch möglich? Also wie gesagt, das haben wir jetzt erstmal so als Prototyp gebaut. Das ist natürlich noch nicht fertig ausgereift. Man könnte noch spezielle Sensoren für verschiedene Schadstoffe anbauen. Das heißt, dass er dann den Müll auf Schadstoffe untersucht und es dann vielleicht in eine Statistik einträgt. Oder man könnte einen anderen Antrieb benutzen, damit er dann auch auf etwas anderem Gelände fahren kann. Ja. Das ist eigentlich, was immer beim Open Source geht, der Rest liegt in euren Händen. So, wir haben